Hallo, hallo. Heute möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks zum Pinselwerkzeug zeigen. Und zwar folgendes. Das Pinselwerkzeug hier mit der Taste B zu wählen für den direkten Zugriff. Kann man hier mit der rechten Maustaste öffnet sich dieses Einstellungsmenü und man kann hier verschiedene Pinselspitzen auswählen, die Größe hier anpassen und die Härte hier anpassen. Das Ganze geht aber auch noch etwas einfacher und intuitiver. Und zwar mit gedrückter Alt-Taste und rechter Maustaste kann man hier den Pinseldurchmesser ändern, wenn man mit der Maus nach links oder nach rechts fährt, beziehungsweise die Härte ändern, wenn man nach oben oder nach unten fährt. Das heißt Alt-Taste, rechte Maustaste, links, rechts oder oben, unten. Das Ganze sieht dann so aus. Habe hier einen Strich, ändere den Durchmesser, ändere die Weichheit. Beziehungsweise die Härte für eine harte Pinselspitze. Machen wir etwas kleiner. Sieht dann so aus. Hier unten haben wir auch noch die Vordergrund- und die Hintergrundfarbe. Diese kann ich mit X wechseln. Das heißt, jetzt hier ist schwarz die Vordergrundfarbe, beziehungsweise weiß die Vordergrundfarbe. Sieht dann so aus. X-Taste, X-Taste, X-Taste und so weiter. Hier ändert sich jedes Mal die Vordergrund- und Hintergrundfarbe. Um hier die Farben zu ändern vom Pinsel, klickt man hier einmal drauf, wählt hier zum Beispiel ein Rot oder ein Grün und so weiter. Das funktioniert auch mit einer Schnellauswahl, wenn man Umschalttaste plus Alt-Taste plus rechte Maustaste drückt. Mit gedrückter rechter Maustaste kann man hier direkt die Farben auswählen. Ich wähle hier dieses Grün. Für die Vordergrundfarbe mit X habe ich jetzt wieder Schwarz als Vordergrundfarbe, Umschalttaste, Alt-Taste, rechte Maustaste. Ich gehe hier in so ein Violett-Pink rein. Ja? Wie sieht das Ganze aber in der Praxis aus? Ich habe hier ein Bild, dieses hier zum Beispiel, und möchte das zum Beispiel in Schwarz-Weiß machen. Jetzt möchte ich aber nicht alles schwarz-weiß machen, sondern das Gesicht in Farbe lassen. Diese Pinseleinstellungen funktionieren auch für Masken sehr gut. Hier habe ich aber dann nur mehr eine schwarze und eine weiße Vordergrundfarbe bzw. Farbe. Und jetzt da kann ich hier mit einem harten Pinsel, sieht das nicht sehr gut aus, Steuerung Z zurück, kann hier mal die Pinselspitze kleiner machen bzw. die Härte hier ändern auf eine sehr weiche Kante. So, eine etwas größere Pinselspitze und kann hier dann zum Beispiel auch in die Maske reinmalen. Um hier direkt eine Farbe aufzunehmen, ich mache hier eine neue Ebene, kann ich hier nur die Alt-Taste drücken und linke Maustaste drücken und dann ändert sich, kommt hier auch so ein Farbwähler, wo ich hier direkt aus dem Bild eine Farbe aufnehmen kann. Sieht dann so aus, neue Farbe, dunkler. Kann hier so darüber malen. Das nächste, was sehr vorteilhaft ist, ist, wenn ich hier zum Beispiel das Verflüssigen-Werkzeug verwende. Ich wähle hier einen Bereich aus, gehe auf Filter verflüssigen und kann hier genauso mit Alt-Taste und nach rechts oder links fahren, hier die Pinselspitze gleich direkt ändern und am Model hier nicht sehr vorteilhaft weiterarbeiten. Bräuchte jetzt eine kleinere Pinselspitze, kann hier das machen, eine größere Pinselspitze fahre ich nach rechts, kann hier das machen. Sieht nicht besonders schön aus, funktioniert aber perfekt. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal, euer Maxl. Ciao.